Hallo, mein Name ist Paul. Wisst ihr, wir heizen unser Haus jetzt umweltfreundlich. Das heißt, mit Holzpellets und Solarkollektoren. Und weil mich das interessiert, habe ich die Firma Solvis in Braunschweig besucht. Und vielleicht mache ich da mal später mein Schülerpraktikum. Ach, schaut mal, da stehen die ganzen Namen. Tatsächlich werde ich mit meiner Schwester nach Braunschweig eingeladen. Schülerpraktikums. Moin, hier ist der Abbas. Schön, dass es geklappt hat. Ich bin Paul. Hallo, Paul. Abbas ist Produktmanager. Er entwickelt also die Technik und nimmt sich heute Zeit für uns. Sehr cool. Dann gehen wir einfach, würde ich mal sagen, in die Produktion. Noch schnell sichere Schuhwerk. Maschinen und so weiter. Für die Sicherheit lieber doch halt. Und dann dürfen wir in die riesigen Hallen. So, nochmal willkommen hier. Hier ist die Produktion. Hier wird zum Beispiel die Kollektoren angefertigt. Das ist nicht die Kollektoren, die ihr auf dem Dach habt, nicht trotzdem. Ja, die sind ganz ein genau. Bisschen größer. Etwas länger, ne? Dann gehen wir jetzt gerade weiter. Und ein Teil der Produktion der Solarthermisch-Kollektoren wurde hier angefertigt. Ah, okay. Und das sind ja. Wie viel schafft ihr denn am Tag überhaupt, so welche zu produzieren? Am Tag schaffen wir bis zu 600 Kollektoren von Kala als Beispiel. Und von Fera schaffen wir am Tag um die 50 bis 100. Ah, und dann werden die hier sozusagen gelagert erstmal vorläufig, oder? Ganz genau, die wurden halt gelagert. Dann gehen die halt einem nach dem anderen halt Richtung Roboter. Ah, okay. Und was wird hier genau von Hand gemacht und was übernimmt die Maschine eigentlich? Sehr gute Frage. Anhand des Beispiels jetzt gerade der Kollege, der versucht einfach den Rahmen halt hier zusammen zu basteln. Und die Maschine wird es einfach gerade halt speisen, sodass es halt dicht wird. Ah, und das hält dann auch besser wahrscheinlich, ne? Ganz genau. Okay. Und die müssen ja auch viel aushalten, also Hagel, Sturm, Gewitter, kleine Äste. Ist da einfach so nur Glas drauf oder gibt es da so einen Spezialbelag? Das ist ein spezielles Glas im Endeffekt. Die sind Absorber, was da drauf kommt, die sind beschichtet auch. Und wie schwer ist ungefähr so eine Kala? So eine Kala, die auf dem Dächer gebracht sein sollten oder werden, die wiegen in der Regel um die 50 Kilogramm. Also das sieht eindeutig, glaube ich, schwerer aus so. Aber das ist natürlich Aluminium, ist natürlich auch leicht, das erschließt sich dann auch. Sehr gut. Hätte ich auch gedacht, dass es schwerer ist und mehr wiegt, aber... Was ist das? Was denkt ihr? Vielleicht für Pellets, ein Speicher oder... Oder für Wasser, weil es sieht ja so aus, als wäre es isoliert irgendwie, aber es ist ganz schön... In der Tat, das ist unser 100.000 Liter Pufferspeicher und das dient einfach jetzt gerade zur Wärmeaufnahme von unserem Blockheizkraftwerk. Das ist eine Maschine, die Strom und Wärme produziert gleichzeitig. Ja, wir produzieren sozusagen unsere Wärme selber. Das heißt so kein Plus und kein Minus. Also ganz genau. Das ist cool. Und erkennt ihr das hier? Ich glaube, das ist der Lino. Ganz genau, das ist der Solvis Lino. Unser sieht ja auch noch anders aus. Die sind hier jetzt gerade zum Testen, bevor wir die Pellets oder irgendein Wärmeerzeuger, sogar irgendeine Anlage hier aus dem Haus Solvis liefern, muss getestet werden. Und das muss erstmal gemacht werden und wenn es fertig ist, dann kommt die Verkleidung. Ja. Jetzt wird mir klar, wie viel Arbeit hinter den Geräten steckt, die unser Haus mit Wärme versorgen. Guck mal, hier ist ein... Boah, Lina, schau mal, die Temperaturen. So, jetzt folgt er mir auch nochmal, gehen wir halt Richtung Lager. Das ist jetzt so groß, das hätte ich mir jetzt nicht vorgestellt. Ich habe irre viel Platz und wie viele Leute arbeiten hier überhaupt so? Allgemein bei Solvis sind um die 250, 260 Mitarbeiter im Prinzip eingestellt. Die Leute brauchen wir immer auch. Ne? Also wir sind noch nicht fertig mit Einstellung. Ah, dann passt es mit dem Praktikum ja ganz gut. Für dich? Ja. Sehr gerne. So. Schau mal, das kennen wir doch. Ja? Okay. Ja. Das ist Solvis Ben. Mhm. Solvis Ben ist der kleine Bruder von Solvis Max. Mhm. Unser Energiemanager an sich, die sind Hybridanlagen. Das heißt, da kann man die mit verschiedenen Energieträgern im Prinzip jetzt gerade halt verwenden. Und was für Alternativen für Energien habt ihr jetzt genau? Pellets auf jeden Fall. Wir sitzen auf jeden Fall an Elektrifizierung, also wenn es um Wärmepumpe geht, wenn es um Photovoltaik, wenn es um PV-to-Heat, das heißt einfach den Überschuss an Photovoltaik, Strom in Wärme umwandeln. Das wird sehr spannend in der Zukunft. Und was ist dein Antrieb? Warum arbeitest du in der Branche? Ich habe selber regenerative Energietechnik studiert. Also ich glaube an die Nachhaltigkeit, ich glaube an die Energiewende. Wenn man jetzt gerade einfach die Haushalte betrachtet, dann 80% im Prinzip an Energieverbrauch im Haushalt, mehr als 80% liegt halt an Warmwasser und Wärme. Und wenn wir diesen Teil halt einfach regenerativ machen können,
oder großenteils regenerativ machen können, dann haben wir einen großen Beitrag geleistet. Lina hat ein Referat gemacht und dann haben wir gemerkt, dass wir eigentlich auch Chancen haben, was dazu beizutragen. Schon komisch, im letzten Sommer habe ich mir kaum Gedanken über den Energieverbrauch in unserem Haus gemacht. Und jetzt packt mich das hier immer mehr. Hey, das sind ja unsere beiden Besucher. Hallo, herzlich willkommen. Danke. Plötzlich steht der Chef vor uns, Herr Krug. Ich bin Markus. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ja, freuen uns auch. Wir haben ja jetzt schon einiges gesehen hier. Wie der wohl auf diese Branche gekommen ist? Auch ich bin mal irgendwann vor vielen Jahren das erste Mal durch diese Fabrik gegangen. Und das hat schon einen sehr nachhaltigen Eindruck gelassen. Okay, und wenn ich jetzt zum Beispiel in diesem Bereich arbeiten möchte, was muss ich dann da so genau studieren? Das Spektrum ist immens breit. Du kannst beim Heizungsbau anfangen, dass man auf der handwerklichen Seite hineinsteigt. Man kann auf dem Ingenieurswesen einsteigen. Das heißt, man guckt in die Forschung und Entwicklung. Da kann man vorhandene Produkte begleiten oder auch in die Zukunft gucken und Projekte begleiten. Was kann man sich denn in der Zukunft vorstellen? Wir werden hybride Systeme haben und je nach Bedarf der Familie, des Gebäudes oder der Umwelt wird sich unser System, das zur Verfügung stehende und bestmögliche Wärmeerzeugersystem greifen. Also ich denke Wärmepumpe in Kombination immer mit anderen Wärmeerzeugern wie Solarthermie, wie beispielsweise auch PV. Das wird wohl die Zukunft sein. Klopf's mal gegen oben. Ich verstehe immer mehr, wie wichtig Qualität und Langlebigkeit ist, wenn man vom Nachhaltigkeit spricht. Für uns kommt es nicht in Frage, aufgrund von irgendwelchen Preisreduzierungen jetzt im Ausland zu produzieren, sondern wir haben ganz bewusst diesen Standort hier. Wenn es natürlich auf einem anderen Kontinent produziert wird, ist es ja auch nicht mehr nachhaltig, weil dann hast du ja die langen Wege. Ich habe da absolut recht. Aber es ist schön, dass ihr das schon so seht. Das finde ich total klasse. Toll. Wir haben oben auf der Galerie mal ein paar Muster, dass man mal sehen kann, wie hat Solvis mal angefangen und wo hat das hingeführt. Wenn ihr Lust habt, zeige ich euch die mal ganz kurz. Ja, super. Also, dass ich das jetzt richtig verstehe, man kann sozusagen jede Energiequelle dort anschließen. Genau. Du kannst bis zu 5 unterschiedliche Wärmeerzeuger an der Anlage kombinieren, also auch 5 gleichzeitig. Dann würde das System immer schauen, na, was macht jetzt am meisten Sinn? Und das stelle ich zur Verfügung. Aber es ist so, wie du gesagt hast, du kannst ansonsten alle Wärmeerzeuger tauschen, ohne dass du die Heizung, so wie sie bei euch im Keller steht, verändern musst. Also das ist wie so ein Kernstück und damit macht man dann nichts falsch, wenn man es immer wieder erweitern kann. Und ja, absolut, ganz genau. Es ist nie eine einzelne Heizung. Wir haben immer ein System und das System lebt und das System wird so verändert, wie eure Bedürfnisse sind oder wie eure Wünsche sind. Richtig, absolut klar. Einen weiteren Wärmeerzeuger hat es Abbas der schon genannt. Unsere Wärmepumpe. Aber wie funktioniert das? Die Wärmepumpe. Markus hat gesagt, dass ich euch doch erklären sollte, wie eine Wärmepumpe funktioniert. Ja. Die Luftwasserwärmepumpe, die funktioniert ähnlich wie ein Kühlschrank, was wir zu Hause haben. Im Kühlschrank versuchen wir oder entnehmen wir einfach die Wärme aus dem inneren Raum und geben wir einfach in die Küche halt ab. Natürlich merken wir das halt nicht, weil die sind so wenig halt sind. Umgekehrt ist die Wärmepumpe. Da entnehmen wir die Energie aus der Umgebung und versuchen wir daraus einfach eine nutzbare Wärme zu machen. Und stecke ich einmal elektrischen Strom rein, dann kriege ich 4 Einheiten Energie. Okay, man bekommt 3-mal so viel Energie raus, wie man reinsteckt. Das klingt ja richtig gut. Da steckt auch sehr, sehr viel Technik drin, das glaubt man gar nicht. Ob ich später auch mal sowas erfinden werde? So baut es eigentlich. Auf jeden Fall hat es hier richtig viel Spaß gemacht. Und zu erleben, wie und woran die Serviceleute hier arbeiten. Ich hoffe, dass ihr was in der Tat gelernt habt, was sehr wichtig ist. Paul, noch Interesse an Praktikumsstelle? Auf jeden Fall, jetzt noch mehr. Melde dich, ja, da freue ich mich. Paul, super. Hat mich sehr gefreut. Lena, hat mich sehr gefreut.